Servus Community, mein Name ist Tactical Viper und heute kam das kostenlose Update für Tannenberg raus namens Latvian Expansion bzw. das Lettland Update. Alle Besitzer von Tannenberg können also nun ihr Steam starten und das Update kostenfrei herunterladen. In diesem Video möchte ich euch vor allem alle neuen Inhalte kurz vorstellen und natürlich auch die Änderungen, die mit dem Update ebenfalls dazugekommen sind. Auch erfahrt ihr gegen Ende des Videos, wie ihr Tannenberg gewinnen könnt, denn die Jungs und Mädels von Blackmail Games und M2H haben mir drei Keys für das Spiel gegeben, die ich euch gerne weitergeben möchte. Mit dem kostenfreien Update für Tannenberg bekommen wir passend zum Namen natürlich ein lettisches Squad. Und natürlich die passende Karte dazu namens The Baltic. The Baltic spielt in der Nähe des heutigen Riga und zwar genauer genommen müsste es im heutigen Kemmerie Nationalpark sein, der umgeben ist von Sümpfen und Moor. Noch heute sieht man dort Überreste vom Stellungskrieg, vor allem aus dem Zweiten Weltkrieg. Diese ganzen Sumpflandschaften spiegeln sich auch sehr gut wieder im Map-Design, wie man aus dem Trailer auch gut entnehmen kann. Atmosphärisch ist die Karte auf jeden Fall wieder sehr gelungen. Neben dem lettischen Squad und der neuen Karte gibt es natürlich auch neue Waffen fürs Spiel. Mit dem Update bekommen wir endlich nach der Arisaka Typ 30 die Arisaka Typ 38, die 1906 die Typ 30 abgelöst hat als verbesserte Variante, kann man sagen, und bis 1940 über 3 Millionen Mal produziert worden ist. Ebenfalls bekommen wir zum ersten Mal im Spiel eine Gasgranate, und zwar die chemische Granate M1917, die im Spiel, soweit ich weiß, nur die russischen bzw. lettischen Einheiten bekommen sollen. Im Modell 1917 waren ca. 500 Gramm der flüssigen Chemikalie Chloropicrin, einem schnell wirkenden und erstickenden Lungenreizmittel. Die Granate selbst hinterließ allerdings nur kurzzeitig Gas, da sich das Gas schnell verteilt hat und so nicht mehr tödlich war. Perfekt also für einen offensiven Angriff, was dazu führt, dass die Granate im Spiel nicht allzu übermächtig wird. Zudem handelt es sich hierbei nicht um ein Nervenmittel, sodass die Gasmaske als Verteidigung völlig ausgereicht hat, was natürlich im Spiel dann ebenfalls auch dann der Konter dafür ist. Trotz dass es nur eine Handgranate ist und man sie im Spiel eigentlich nicht wirklich sehen kann, steckt mal wieder sehr viel Liebe zum Detail an den ganzen Modellen. Dieses Logo hier zum Beispiel mit dem Totenkopf und den gekreuzten Knochen lautet übersetzt so viel wie Chemikalien und war ebenfalls auch beim Original so zu finden. Ebenfalls dazugekommen ist eine Rauchgranate und zwar die deutsche Typ N Nebelbombe, die euch während eines Angriffs auf einen Punkt kurzzeitig Sichtschutz gibt. Das soweit erstmal zu den neuen Inhalten aus dem Update, aber es gibt natürlich noch kleine Änderungen bei den einzelnen Squads, die mit dem Update dazugekommen sind. Jeder Offizier im Squad erhält mit dem Update einen Skill, der den Trupp kurzzeitig unterstützt bzw. verstärkt. Alle neuen Fähigkeiten können dabei wie immer über das Feldtelefon auf dem Spielfeld angefordert werden. Der KUK-Trupp erhält als neue Fähigkeit einen schweren Mörser, der kurzzeitig das Zielgebiet unter Beschuss nimmt. Das Frontwig-Squad erhält einen 30-Sekunden-Boost, womit sämtliche Squad-Mitglieder keine Niederhaltung mehr bekommen. Die deutsche Infanterie kann mit der neuen Fähigkeit 30 Sekunden lang sämtliche Squad-Mitglieder auf der Minimap verschwinden lassen, sprich ihr seid für 30 Sekunden nahezu unsichtbar. Die Kosaken erhalten für 30 Sekunden einen Ausdauerboost, sprich ihr könnt für 30 Sekunden ohne Ausdauerverlust sprinten. Die Bulgaren bekommen mit ihrer neuen Fähigkeit 30 Sekunden doppelte Capture-Geschwindigkeit, sprich Punkte können doppelt so schnell eingenommen werden. Und die Rumänen bekommen einen Instant-Cooldown für alle Munitionskisten, sprich ihr könnt diese sofort wieder plündern. Ja, das soweit erstmal zum neuen kostenfreien Update, was heute pünktlich 13 Uhr für Tannenberg erschienen ist. Und wenn ich jetzt euer Interesse zum Spiel geweckt habe, dann habt ihr jetzt die Chance, das Spiel auch zu gewinnen. Ich habe dank den Entwicklern drei Keys zur Verfügung gestellt bekommen und damit es fair bleibt, verlose ich auf jeder Plattform, wo ich sehr aktiv bin, jeweils einen Key, sprich hier auf YouTube, auf Twitch und auf meinem Discord-Server. Alles, was ihr bei YouTube und Discord tun müsst, ist eigentlich nur einen Kommentar zu schreiben, warum gerade du den Tannenberg-Key gewinnen solltest. Bitte post ebenfalls bei dem Kommentar noch ein Hashtag Tannenberg dazu, damit ich das Ganze entsprechend filtern kann. Für Discord musst du natürlich erst einmal auf meinem Discord-Server kommen, der in der Videobeschreibung unten verlinkt ist. Dort gibt es einen neuen Textkanal namens Gewinnspiel, wo du ebenfalls reinschreibst, warum gerade du den Tannenberg-Key gewinnen solltest. Dabei ist egal, ob auf YouTube oder Discord jeweils der gleiche Text steht, wichtig ist auf jeden Fall, dass der Text in einem der beiden steht, wenn nicht sogar in beiden, je nachdem, ob ihr denn eine doppelte Gewinnchance haben möchtet. Den dritten und letzten Key verlose ich diese Woche Freitag in meinem Livestream auf Twitch, sprich einfach dabei sein und mit etwas Glück gewinnst du dann dort live den Key für Tannenberg. Los geht's dann ab 21 Uhr auf twitch.tv/tacticalviper und wir spielen natürlich dort das neue Update von Tannenberg. In diesem Sinne viel Erfolg beim Gewinnspiel und ich hoffe natürlich, euch hat dieses kurze Video zum neuen Update eine gute Übersicht über die neuen Inhalte geliefert. Wenn euch das Video gefallen hat, vergebt gerne einen Daumen nach oben, wenn nicht, einen Daumen nach unten. Und ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und wir hören uns spätestens wieder zu einem neuen Video von mir. Bis dahin,
Euer Viper.